Ihr Lieben, wir starten in eine neue Aufzeichnungsstaffel, in ein neues Let's Play bei YouTube und live auf Twitch am 16. April 2024 mit Laesara Summit Kingdom. Ihr seht es hier im Hintergrund auf dieser Seite. Das Spiel kam am 10. April in den Early Access, wurde entwickelt von Quite Okay Games. Das ist ein kleines polnisches Entwicklerstudio mit sage und schreibe 3,5 Entwicklern. Sie haben noch ein Jack mit im Team aufgenommen. Ursprünglich mit 2 Entwicklern gestartet, 2021, erstes Projekt von dem kleinen Entwicklerstudio und wurde dann publiziert von Future Friend Games. So, was erwartet uns hier? Ihr seht schon im Hintergrund, wir haben einen Berg und den müssen wir besiedeln und die Bergspitze erklimmen, um dort ein Kloster zu errichten. Wenn ihr euch das Spiel interessieren sollte, es gibt eine Demo auf Steam, schaut euch die gerne an. Ansonsten Spiel ist im Early Access. Zum Bauen selber, wir haben verschiedene Plateaus gleich und müssen uns quasi in die Vertikale nach oben arbeiten, haben dort Platzprobleme. Es gibt Lawinen, die auf uns einschlagen können und viele, viele andere Herausforderungen wie komplexe Warenketten. Soll man gar nicht meinen. Zum Early Access. Hier gibt es einen Button mit dem Zeitplan. Wir befinden uns aktuell noch ganz hier unten zum Start des Early Access. Da wird gerade so ein bisschen Balancing fein getuned. Dann neue Sprachen werden noch hinzugefügt. Die deutsche Übersetzung ist an einigen Stellen auch noch nicht so ganz rund. Also da gibt es so Begriffe wie das englische Monk. Das hätte man ja einfach mit Mönch übersetzen können. Hat man sich jetzt was anderes überlegt, also da ist noch so ein bisschen Feintuning am Start. Es wird Dekorationsgebäude geben, neue Spielmechanik, neue Herausforderungen, neue Produktionsketten und ganz am Ende zum Full Release, das Datum ist noch nicht bekannt, wird es dann einen Kampagnenmodus in der Version 1.0 geben. Und ganz wichtig, wenn wir bzw. ihr den Entwicklern Feedback gibt, dann können wir auch noch Einfluss auf den Early Access nehmen und gegebenenfalls rücken dann noch andere Features hinein. Okay. Wir machen mal was wir sonst hier auf dem Kanal selten machen. Wir spielen das Tutorial. Da habe ich am Anfang überlegt, soll ich das zeigen, soll ich das nicht zeigen, soll ich euch das Spiel nachher rauf und runter erklären. In dem Fall habe ich mich ausnahmsweise mal dafür entschieden, das Tutorial zu spielen, weil die Spielmechaniken doch ein wenig eigen sind und wir dann auch schön nochmal herangeführt werden und das für euch dann auch besser ist, dem folgen zu können. Gehen wir auf ein neues Spiel. Wie eben erwähnt, Kampagnenmodus ist aktuell noch nicht verfügbar. Es gibt den Standardmodus, da kann man aus verschiedenen Karten auswählen und halt ein normales Spiel spielen. Es gibt den Herausforderungsmodus, der ist schon so ein bisschen für Profis. Das sind kurze und schwierige Szenarien, die Optimierungs- und Managementsfähigkeiten und das Wissen der Spielmechaniken prüft. Lassen wir heute erstmal die Finger von. Und es gibt den Schönbaum-Modus. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt alles überall hinsetzen und ein schönes Bergdorf bauen. So, wir gehen einmal auf Standard. Wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, sind hier bis auf einen Eintrag alle ausgegraut. Nämlich Hoffnungsfunke ist der einzige Eintrag, der dort sichtbar ist. Und das ist besagtes Tutorial. Erst wenn man das gespielt hat, werden die anderen Bergspitzen, nenne ich sie mal, freigeschalten. Wir gehen also mal auf Hoffnungsfunke. Ihr seht, das ist die Karte. Wir haben hier verschiedene Rohstoffe. Hier sind zum Beispiel Kupferrohstoffe vorhanden. Wir können diverse Rohstoffe handeln, importieren, exportieren. Schauen wir uns aber jetzt alles nach und nach an. Of all the years in the long and storied history of the Kingdom of Laesara, this one surely has to be the worst. Following the harvest, a mysterious mist suddenly appeared all across the kingdom. Then, the pandemonium started. Crops started to fail. Disoriented animals barely produced any milk. People started to get sick. And you can't see anything. The fog in this valley is even worse than the city. For all we know, we could be lost already. Faith, my friend. Have faith. We're following the path that's been chosen for us. Path? I don't see any path. Just the same damn forest going on for days. It's not entirely the same.
Look, there are more and more pines, and the thickets are thinning out. We are getting higher. We'll get to the upland shortly. Even if that's true, what will we find there? Mark my words, mountains are no place for humans. Yes, but they are a place of the spirits. We will settle at the foot of the mountain and make our way up to build a grand altar at the very summit. The spirits surely will recognize our efforts and help us to drive the mist away. And Lysara will be saved. Yeah, that's great and all, but did you see how low on supplies we are? Never mind building a temple, we'll die of hunger before even reaching the top. Come on, it won't be that bad. Look on the bright side. Mountains are above the mist, so we'll be able to cultivate crops and pasture our yaks again. Maybe. Until the first avalanche sweeps us all away. Stop worrying about minor details. We're on the most sacred quest, and nothing will stop us. Onwards! So, ihr habt es gerade gesehen. Das Szenario ist quasi, dass die eigentliche Welt von einem mysteriösen Nebel verhüllt ist und wir deswegen auf den Berghöhen siedeln müssen. Drücken wir eine Taste und gehen wir ins Spiel. Und schaut euch mal diese zuckersüße, hübsche Grafik an. Endlich ein Ort oberhalb des Nebels und mit genug Platz, um eine kleine Siedlung zu gründen. Apropos klein. Sie wird uns als Außenposten dienen, wenn wir zu größeren Bergen weiterziehen. Das ist wie gesagt das Tutorial. Ich denke, das ergibt Sinn. Wir müssen den Kontakt zur Hauptstadt aufrechterhalten, für den Fall, dass sie kommen müssen, um uns zu retten. Ich hoffe, dass wir überleben. Das ist doch Unsinn, sagt ein lieber Mönch. Wir werden in diesen Bergen Großes erreichen und diese kleine Siedlung wird unser erster Schritt sein. Beginnen wir damit, einen Bezirk für unsere Arbeitskräfte zu bauen. Hier oben links seht ihr das Tutorial. Das sind die einzelnen Steps, die man durchklicken kann. Ich meine, das Tutorial wäre etwas anders als in der Demo damals. Das ist nochmal erweitert worden, weil damals konnte man auf Steam in der Demo genau dieses Tutorial spielen. Aber bevor wir jetzt mal reinschauen, lasst uns mal einen Blick über die Grafik schwelgen. Wir können mit der Maustaste rauszoomen, haben den kompletten Berg, um den wir uns dann drehen können. Und ihr seht schon, unten gibt es grüne Zonen, darüber gibt es so ja gelbe, etwas trockenere Zonen und auf einem späteren Berg, nicht auf diesem, gibt es dann noch eine dritte Ebene, die ist dann noch lebensfeindlicher, wo wir dann hinsiedeln müssen. Aber dafür, dass das ein kleines Studio mit drei Leuten ist, ist das eine richtig hübsche, lebendige Welt. Liebe Grüße auch an Jan im Chat, ich habe dich gesehen und alle anderen, die da hinzugekommen sind. Genau, WASD ist die übliche Steuerung, um das Ganze zu drehen. Was hier ganz nett ist, ihr könnt Kamerapositionen, weil wir oft zwischen diesen Klippen hin und her drehen oder scrollen müssen, könnt ihr Kamerapositionen speichern. Das wird im Tutorial nicht erklärt. Ihr könnt nämlich mit Steuerung plus Taste 5 eine Kameraposition ablegen und dann zum Beispiel mit Steuerung plus Taste 6. Und wenn ihr jetzt die Taste 5 drückt, dann springt die Kamera immer genau dahin, wo ihr es gespeichert habt. Oder Taste 6 dann halt die andere Position. Das könnt ihr mit den Tasten 5 bis 9 machen. Ist ein ganz nettes Feature, damit man nicht immer so hektisch rauszoomen muss mit dem Mausrad, weil da kann man keine Scrollgeschwindigkeit sich ausdenken. Genau, hier gibt es einen Lift, der kommt aus der Hauptstadt, aus der, ich nenne das mal, alten Welt, wo unsere Siedler aufgrund des Nebels flüchten müssen und wir landen dann hier oben an. Ich klicke uns im Tutorial mal einen Schritt weiter. Genau, es gibt eine Spielgeschwindigkeit, mit der Leertaste könnt ihr pausieren, ansonsten gibt es hier unten entsprechende Buttons. Ihr kennt das aus anderen Spielen. Ich glaube, wir müssen einmal pausieren und dann kommt hier das Häkchen. So. Was wollen wir tun? Als erstes platzieren wir einen Lebensmittelmarkt. Er wird ein zentraler Punkt deiner Siedlung sein, da er Lebensmittel an die Bürgerinnen und Bürger in der Nähe verteilt. Ich habe in meiner Testpartie, die ich gespielt habe, gemerkt, das ist durchaus relevant. Also man kann hier sehr viel falsch bauen und man kann sehr viel hin und her schieben, bis man es optimal gebaut hat. Schön ist hierbei, dass das Verschieben und Abreißen nichts kostet. Es gibt generell eigentlich keine wirklichen... Ja, es gibt Baukosten,
Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr Steine sammeln müsst und Holz und Lehm und Ziegel und Betonträger oder sowas, sondern es gibt einfach Baukosten. Wir haben aktuell halt Geld auf der Hohen Bank, das uns quasi aus der Hauptstadt mitgegeben wurde und darauf können wir zugreifen. Und ja, wir haben Steuereinnahmen durch Spenden. Also hier ist alles freiwillig in dieser schicken Welt. Und ja, aber kommen wir gleich zu. Ich greife schon wieder ein bisschen vor. So, nehmen wir uns erstmal diesen Lebensmittelmarkt und platzieren ihn. Eine Einschränkung gibt es, ihr könnt die Gebäude nicht drehen. Das ist dem geschuldet, dass es halt ein kleines Entwicklerstudio ist, wie eben erwähnt, und die einfach nicht die Zeit und Ressource hatten, diese 3D-Modelle jetzt nochmal für die entsprechende andere Ansicht zu generieren. Heißt, die sehen im Prinzip von vorne in unsere Blickrichtung immer schick aus und nach hinten, also sind sie jetzt nicht offen, aber sind sie halt nicht ganz so ausmodelliert. Deswegen kann man die Gebäude nicht drehen. Also versucht da nicht irgendwie eine Taste zu finden, mit der das möglich ist. Die sagen jetzt, wir sollen es hier oben bauen. Ich persönlich würde es nachher in die Mitte stellen, aber wir halten uns erstmal ans Tutorial. So, Lebensmittelmarkt ist gebaut. Es gibt es ein Tutorial, wie man eine Straße baut. Das ist nichts Wildes. Es gibt verschiedene Straßen, es gibt einfache Feldwege. Die kann man nachher aufleveln, um dann die Reichweite zu erhöhen. Wie da Bewegungen drüber stattfinden. Also ähnlich wie zum Beispiel in Anno 1800. Oder älteren Anno-Teilen. So, die Straße ziehen wir hier mal hin. Im Tutorial ist es noch nicht ganz so wild, wenn man nicht 100% perfekt baut. Später im richtigen Spiel kann das durchaus, sag mal, zu Problemen führen. Solltet ihr Fragen haben zum Spiel, schreibt die gerne in den Twitch-Chat und bei den YouTubern gerne in die Kommentare und lasst auch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. So, jede Siedlung braucht Arbeitskräfte. Das sieht hier so aus, dass wir drei verschiedene Bevölkerungskasten haben. Es ist ja so ein asiatisch angehautes Spiel, da gibt es halt Kasten. Es gibt die Tieflandbewohnenden, nennen wir sie mal unterste Kaste. Dann gibt es die Handwerkerkräfte, denen geht es schon ein bisschen besser, die haben auch höhere Ansprüche. Und dann gibt es die Ordensleute, Mönche und als... ja, vierte, jetzt nicht Kaste, aber als vierte Fraktion könnte man schon fast nennen, gibt es die Yaks, die werden hier eigenständig dargestellt, weil die brauchen wir definitiv gerne, um oder brauchen wir sehr häufig, um Waren zu transportieren von A nach B und deswegen sind die hier aufgeführt. Hier oben rechts der Stern, das sind die Forschungsstufen, das heißt, immer wenn wir neue Gebäude freischalten möchten, dann müssen wir so gesehen ein Forschungslevel aufsteigen. Und das machen wir, indem wir Gebäude des Glaubens bauen, also Akademien, Klöster und dann bekommt man entsprechende Forschungspunkte. Der Button hier oben rechts zeigt uns Lawinenhäufigkeiten an. Wir können mal schauen, ob es hier auf der Karte Lawinen gibt. Ich sehe jetzt hier gerade keine schneebedeckten Felsen. Hier hinten könnte sich was anbahnen. Da sieht es nach Schnee aus und diese Lawinen können halt abgehen. Und wenn wir jetzt genau auf diesem Felsvorsprung, der dort in der Mitte ist, gesiedelt hätten, wäre das nicht so lebensfreundlich für unsere Siedler. Dementsprechend muss man da nachher drauf achten. Genau, und hier unten sind halt die verschiedenen Baumenüs für die verschiedenen Produkte. Also Wohngebäude, Essen, Wohlstand, Erleuchtung, Verteilung und so weiter. Die gehen wir dann im Detail später durch. Ich bin ein bisschen mit der Kamera im Overlay, aber das sollte euch, glaube ich, nicht stören. Wenn euch da eine Info fehlen sollte, schreibt es mal in den Chat, dann schiebe ich das Kamerabild gegebenenfalls mal kurz weg. Oder ich zeige es euch einmal eben so. Also wie gesagt, hier gibt es die Straßentools zum Aufleveln, Brücken und Kopieren, Abreißen. Also die Sachen, die wir auch eigentlich eher seltener brauchen an dieser Stelle. Okay, zurück zum Tutorial. Wir brauchen die Arbeitskräfte. Die gibt es in Wohngebäuden. Und wir sehen hier schon, die kosten uns 20 und liefern uns 4 Tieflandbewohnende, die wir dann natürlich auch entsprechend bauen werden. 32 sollen es an der Zahl sein. Die müssen relativ nah am Lebensmittelmarkt gebaut sein, weil die müssen halt da hinkommen. Ne? Also wenn die jetzt zu weit weg wohnen, dann wird es irgendwann rot. Ihr seht das hier, dann ist jetzt so ein rotes Overlay und wenn es weiß ist, dann sind wir noch innerhalb der Reichweite des Gebäudes.
Ich würde es jetzt einfach mal hierhin platzieren. Die Straße hier rumführen macht keinen Sinn. Machen wir jetzt hier mal zwei. Hier. Das können wir gleich noch eins höher legen. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Machen wir mal direkt. Habe ich am Anfang jetzt nicht so perfekt geplant. Legen wir das eins höher. Also, es bietet sich später an, in dem Spiel hier so ein bisschen die Grid-Kästchen zu zählen. Weil ohne die. Ja, man muss halt wirklich sehr Gebäude puzzeln. Die Gebäudelieberinnen müssen eine Straßenverbindung haben. Wenn ich sie jetzt irgendwo platzieren würde, dann gibt es dieses Icon hier, fehlende Straße. Wie gesagt, man kann das Ganze problemlos verschieben. Da gibt es jetzt, da wo ich sitze, wieder einen kleinen Button hier unten: Gebäude versetzen. Wenn man da draufklickt, kann man das Gebäude kostenlos neu platzieren. Und ich vermute, die Entwickler haben es kostenlos gemacht, weil sie gemerkt haben, dass man hier doch sehr viel puzzeln muss. Aber genau das macht solche Spiele ja eigentlich aus und ja, schafft den Reiz bei solchen Spielen. So, jetzt haben wir 28. Machen wir hier nochmal zwei daneben, ziehen die Straße da oben doch rum. Ich mag es auch nicht, wenn das so 100% Schachbrettmuster ist. Gern so ein bisschen aufgeweicht. Wir sind ja Schönbauer. So, wir haben 32 Arbeiter und gehen weiter. Die allerersten Siedler auf dem Berg. Das ist großartig. Wir sollten uns um die Grundbedürfnisse kümmern. Wie zum Beispiel Schreine. Sie brauchen Orte, an denen sie den Erfolg für unsere Mission beten können. Ich glaube, es ist doch eher Essen gemeint. Nun, das können wir doch auch tun, denke ich, aber die Spiritualität kommt zuerst. Ja, dann hat sich der liebe Mönch durchgesetzt. Wir bauen mal eine Gebetsstätte. Das ist jetzt hier das erste Gebäude in dieser Kategorie, um das Glaubensbedürfnis zu füllen. Ihr seht auch hier eine Reichweite. Und die ist wirklich klein. Ja, also ich kriege jetzt hier vier Häuser unter. Mehr aber auch schon fast nicht. Würde man die Straße jetzt hier rumziehen, dann würden die hier unten vielleicht auch noch sogar noch mit abgedeckt werden. Das widerspricht zwar jetzt so ein bisschen der Schönbaulogik, aber dann kommt es dahin. Das ist nicht ganz so rechteckig. Aber jetzt haben wir fast alle Häuser drin. Wir könnten jetzt die Häuser puzzeln, aber das heben wir uns dann mal für das echte Spiel später auf. Ich mache jetzt hier einfach nochmal eine zweite Stätte. Mit dabei ist übrigens auch bei diesem Let's Play wieder unser lieber Black Panther. Liebe Grüße an dich. Hörst du mich? Ja, Entschuldigung, ja, ich höre dich. Habe ich dich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt, ne? Ja, du hast mich damit gerade ein bisschen überrumpelt, aber alles gut. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Wir klicken auf eine Hütte der Tieflandbewohnenden. Das hat den. Das eröffnet dieses Overlay hier. Und hier sehen wir die Verbesserungen oder die Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit wir das Gebäude später aufleveln können. Wir haben jetzt hier schon eine Gebetsstätte gebaut. Das füllt zwei von diesen Kästchen auf. Deswegen ist die hier auch doppelt so breit wie diese. Und wenn alle Bedürfnisse hier unten halt gedeckt sind, dann können wir das Gebäude aufleveln. So, wir sehen jetzt hier unbefriedigende Bedürfnisse. Das ist einerseits Zampa. Das scheint so ein Getreide Mehl zu sein und wir hätten gerne Eier zu essen. Ja, dann gibt es die unbefriedigten Bedürfnisse, da gibt es gerade keine. Diese Kaste hat hier noch nicht sehr viele Ansprüche. Und dann gibt es noch die unbefriedigten Bedürfnisse. Das sind nachher so Sachen wie Glauben und Luxus, sage ich mal an dieser Stelle. So, dann das Menü schließen. Klicken uns hier weiter. So, als nächstes sollen wir die Hühnerfarm bauen, um die Produktion von Eiern zu beginnen. Auch diese Gebäude haben alle eine Reichweite. Zum Interface, wenn ihr auf das Hauptsymbol Essen klickt, dann geht das Ganze in die Breite und ihr bekommt die entsprechenden Untermenüs. Aktuell haben wir eben nur die Eier freigeschaltet. So, und die Hühnerfarm können wir hier bauen. Dafür brauchen wir drei Arbeitskräfte, kostet 20. Ja, das ist eigentlich für eine Einheit. Nehmen wir es einfach mal. Gold und ja, kostet uns vier Unterhalt in der Bilanz hier oben. So, die Hühnerfarm setzen wir einfach mal ganz unproblematisch neben den Lebensmittelmarkt.
Was man bei dem Spiel grundsätzlich tun muss, ist die Handelsrouten auch wirklich festzulegen. Also es ist nicht so, dass das Gebäude automatisch losproduziert und die Arbeiter jetzt wissen, ah, okay, ich muss die Eier, die jetzt hier produziert worden sind, in diesen Lebensmittelmarkt fahren. Das ist aber ganz einfach. Das hat sich auch weiterentwickelt im Vergleich zur Demo, die es voriges Jahr gab. Früher musste man dann auf diesen Senden-Button hier unten klicken und das Zielgebäude auswählen. Mittlerweile könnt ihr es einfach per Drag and Drop machen. Dann habt ihr so eine Linie hier am Cursor, könnt das loslassen, habt die Produktionskette dann quasi aufgebaut. So, wenn wir uns hier die Häuser jetzt anschauen, sehen wir auch, okay, Eier sind erfüllt. Eier hatte auch einen Wert von 2, deswegen das breite Kästchen. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch Zampa, damit wir aufleveln können. So, das ist auch das nächste, was das Tutorial uns anbietet. Lass uns die Nahrungsvielfalt für unsere Leute erhöhen und sie mit Zampa einem Mehl aus Gerste versorgen. Den Begriff habe ich vorher noch nie gehört. So, verwende eine Mühle, um Gerste von Gerstenfeldern in Zampa zu verwandeln. Hier ist auch schon angegeben, aha, wir brauchen 24 Gerste, um daraus 12 Mehl zu machen. Das ist aber auch so, dass ihr jeweils in den Produktionsketten das nochmal selber sehen könnt. So, wir gehen einmal auf die Zampa-Produktion. Jetzt seht ihr auch hier schon, aha, hier sind beide Gebäude drin und die Gerste geht jetzt nach hier in die Mühle. Wenn ihr nachher ja komplexere Produktionsketten habt, dann sind hier auch schon mal deutlich mehr Gebäude mit Weichen und so weiter abgebildet. Aber jetzt haben wir erstmal die erste zweistufige Produktionskette. Wir fangen an mit der Mühle. Hier seht ihr auch jetzt nochmal dieses Overlay, was auch oben im Tutorial steht. Wie das Verhältnis ist, könnt ihr bauen. Die Mühle platzieren wir auch mal in der Nähe vom Lebensmittelmarkt, dass der Weg nicht ganz so weit ist. Die Felder würde ich aber jetzt vielleicht hier in den Süden setzen wollen. Dass wir es vielleicht mal hier hinsetzen. So, wir sehen jetzt hier auch bei dem Produktionsoverlay, dass es da unten so eine farbliche Markierung gibt. Grün heißt immer, das ist die unterste Bergebene, gelb ist die mittlere, rot ist ganz oben auf dem Berg. Das heißt, dass auf der untersten Ebene diese Gerste am besten wächst. Ja, die produziert eben 6 Gerste und 2x Heu. So, die können wir jetzt mal hier hinsetzen. Dann braucht man, wie gesagt, mehrere Felder. Was ganz schön ist, ist auch das 3D-Modell, weil wenn man jetzt genau ein zweites Gebäude vom gleichen Typ da andockt, dann verschmelzt das so ein bisschen zu einem. Und man braucht dann auch nur eine Straßenanbindung. Das ist dann nachher schön, wenn man wirklich Feintuning betreibt, weil jedes Straßenfeld ist am Ende Verschwendung. Die müssen wir rausnehmen und da kann man auch dahingehend optimieren. So, machen wir hier unten noch 2. Haben wir 4 Stück. Jetzt seht ihr auch hier, okay, es fehlt an beiden Feldern der Straßenanschluss. Und wie gesagt, wenn man jetzt den hier runterzieht, ist das Feld mit abgefrühstückt. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ja, und diese 4 Felder sollen natürlich die Gerste alle in die Mühle liefern. Und das mit dem Drag and Drop ist wirklich da eine sehr angenehme Geschichte. So, dass wir das jetzt auch gemacht haben. Was wir jetzt nur noch tun müssen, ist, wie gesagt, aus der Mühle. Hier wird schon fleißig gearbeitet. Da kann man nicht noch näher ranzoomen. Das auch wiederum auf den Lebensmittelmarkt ziehen. So. Und damit ist dann auch dieser Tutorial-Schritt abgeschlossen. So, die Gebäude können wir jetzt upgraden. Ihr seht es hier unten. Wir haben alle Bedürfnisse erreicht. Und ja, das ist halt der Verbesserungsbutton. Wir klicken mal drauf. Auch dieses Aufleveln kostet im Prinzip erstmal nichts, also keine Baumaterialien groß. Wir kriegen halt mehr Einwohner, aber je nachdem, wie viele wir jetzt hochleveln, kriegen wir neue Bedürfnisse, die halt unsere Zufriedenheit in den Keller ziehen und damit auch gegebenenfalls unsere Einnahmen, die wir später generieren, reduzieren. Das heißt, ihr müsst also ein bisschen aufpassen, wie viele Gebäude ihr upgradet. Weil nur weil das kostenlos ist, heißt es nicht, dass es immer sinnvoll ist. War so eine Falle, die ich bei meinem Probespiel so ein bisschen hatte. Ja, und ihr könnt euch hier auch sofort aufs Icon klicken. Ihr müsst nicht immer aufs Overlay gehen. So. Und die Gebäude sind auch ein bisschen höher geworden. Aber auch hier wird das eigentlich schon fast anmodelliert. Also es sieht aus wie ja, ein Bauernhof früher, dass man halt hier das Hauptgebäude hat, hier vielleicht so eine Stallung. Also grafisch eigentlich wirklich sehr schick.
So. Wenn drei Bedürfnisse erfüllt sind, sind die Bürgerinnen und Bürger glücklich. Haben wir gerade gemacht. Oh, es geht weiter. Prächtig. Sieht so aus, als wären die Tieflandbewohner hier glücklich. Sie werden das Rückgrat der Wirtschaft in der Siedlung sein. Ja, aber Handwerkskräfte werden sicher nicht so leicht zufriedenzustellen sein. Sie sind an einen bestimmten Standard gewöhnt, weißt du. Aber wenn wir vorankommen wollen, brauchen wir für sie ihre Produktionsfähigkeit. Ich bin mir sicher, dass es ihnen irgendwie angenehm machen können. Wenn du mich fragst, ist dies der perfekte Ort für ein Handwerksviertel? Wir können es versuchen. Und dann bricht die Dialoge sind so ein bisschen aufgesetzt, aber ich finde es ganz nett gemacht. Wie gesagt, deines Studio für dann eine große Vertonung mit Zwischensequenzen war kein Geld da. Aber ich finde es dann ganz, ja, schick, dass es dir diese Dialoge gibt. Ja, im Chat kommt gerade die Frage, was passiert, wenn die Einwohner nicht mehr zufrieden sind? Es sinken im Prinzip dann die Einnahmen, weil die Einnahmen generieren sich später aus Spendengeldern. Je weniger Spendengelder wir kommen, ist halt die Ursache, dass die unzufrieden sind, und desto eher gehen wir pleite. Und das Pleitegehen geht in dem Spiel sehr, sehr schnell. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen gewollt, dass das schnell geht. Es wird aber alle 2 Minuten im Hintergrund automatisch gespeichert, also man kann dann auch relativ schnell ein Savegame laden und nochmal zurückspringen. Deswegen wirklich hier ist mal ein Spiel, wo man wirklich schauen muss, dass das hier oben im Plus ist. Okay, so, was haben wir hier? Um 2 Regionen auf gleicher Höhe zu verbinden, verwenden wir eine Brücke. Du musst auf jeder Seite eine geeignete Stelle finden, um sie zu platzieren. Das Brückentool gibt es hier unten. Dann gibt es dieses Overlay und jetzt könnt ihr euch 2 beliebige Punkte auswählen und die verbinden. Sinnhaft wäre ja, wenn wir hier eine Straße rüberziehen, dann kämen wir hier aus und würden dann nach hier eine Brücke bauen. Im Chat werden schon Ideen vorgeschlagen, Kredite aufzunehmen. Ich glaube, das ist hier gar nicht möglich. So, Handwerkerkräfte sind neben den Tieflandbewohnern eine weitere soziale Kaste. Sie helfen bei dem Betrieb fortschrittlicher Gebäude. Baue ein Viertel für Handwerkskräfte. Ja, wir brauchen jetzt 40 Handwerker und einen neuen Lebensmittelmarkt, weil der hier wird bis da hinten definitiv nicht reichen. Setzen wir den mal. Gibt es ein Must-Have, wo es hin muss? Nein, wir können uns das frei entscheiden. Dann setzen wir den mal nach hier oben. So, Straßenanschluss muss wie immer hergestellt werden. So. Und wie gesagt, 40 Handwerksgebäude. Die findet ihr auch bei den Wohngebäuden direkt neben den Tieflandbewohnern. So, die Gebäude sind übrigens immer 2x2 von den Wohngebäuden, das kann man sich gut merken. Gehen wir hier mal sofort rein. Hier ziehen wir die Straße nach links. Dann können wir hier unten 3 hinsetzen. Glaube, das hier könnte vielleicht nicht so weit weg sein. Haben wir hier nochmal 2. Ah ja, und hier fehlt auch noch die Straßenanbindung, deswegen die Fehlermeldung. Und so sollte es dann passen. So, wie viele haben wir jetzt? Wir haben 28, müssen wir noch ein paar bauen. Ich ziehe das einmal eben durch. So, Ziel erreicht. Ist das japanisch oder chinesisch? Ich glaube, es ist einfach eine Fantasy-Welt. Hat sich so ein bisschen an dem asiatischen Setting orientiert, aber das ist jetzt keine festgelegte echte Nation. So. Lass uns die Bedürfnisse der Handwerkskräfte erfüllen. Versorge mir sie mit Nahrung und Zugang zu Erleuchtungseinrichtungen, so wie du es bei den Tieflandbewohnern getan hast. Kriegen wir hin. So, schauen wir uns mal an, was die brauchen. Die brauchen eigentlich nur 2x Nahrung, um aufzusteigen. Und hier seht ihr jetzt auch die unbefriedigten Bedürfnisse. Gebetsstätte fehlt ihnen auch. Das können wir ja mal ganz einfach setzen. Setzen wir das mal hier. Da ist das eine Haus nicht mit drin. Egal, machen wir es mal einfach hier in die Mitte.
So, dann brauchen wir hier ebenfalls eine Eierproduktion. Die gibt aber, ihr seht es hier unten, der Balken ist jetzt kleiner, die gibt es nur einen Punkt statt zwei. Also hier liegt der Fokus deutlich auf dem Gerstenmehl und nicht auf dem, auf den Eiern. So, die Eierproduktion setzen wir noch schnell. Und dann gucke ich auf die Uhr, haben wir schon eine halbe Stunde rum. Das heißt, das ist auch schon das Ende der ersten Folge auf YouTube. Ich sag mal Richtung YouTube, die nächste Folge wird definitiv zeitnah kommen und auf Twitch machen wir im Anschluss weiter. Ich hoffe, euch gefällt es bis hierhin. Schreibt gerne in die Kommentare des Videos und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euer Marcel.